und begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus unseren ersten Slam-Teilnehmer, Martin Emrich. Dankeschön. Dankeschön. Wir leben in einer spannenden Welt. Was ist neu in dieser Welt? Zu einem werden wir immer älter. Die sieht man hier im Publikum überhaupt nicht. Sie sehen alle blutjung aus, wenn ich das Kompliment so geben darf. Aber es stimmt, wir werden immer älter und wir werden immer gesünder, immer älter. Ich habe mir sogar sagen lassen, Menschen haben im hohen Alter sogar noch Sex. Ich habe das gar nicht geglaubt, bis ich kürzlich mal eine ältere Dame gefragt habe, entschuldigen Sie meine Offenheit, ich bin sehr direkt, wann hatten Sie zum letzten Mal Sex? Und die ältere Dame meinte, 1955. Und ich so, ja okay, das ist ja schon eine ganze Weile her. Und sie so, wieso, jetzt ist 20.15 Uhr. Ja, da habe ich es geglaubt. Unter uns der erste Witz bei so einem Vortrag, der ist wie ein Rollstuhlfahrer. Der muss sitzen. Wir werden also immer älter und wir werden immer digitaler. Das ist der zweite große Trend. Wir werden immer digitaler. Was bedeutet das? Das bedeutet, wir leben in einer Welt, in der wir klicken und scrollen, statt nachzudenken und zu reflektieren. Wir leben in einer Welt, in der wir pro Tag im Durchschnitt 21 Minuten mit Siri und Alexa reden und nur 7 Minuten mit unserem momentanen Lebensabschnittspartner. Ja, das ist traurig. Es ist schlechte Bestandskundenbetreuung. Und wir leben in einer Welt, in der Influencer ein Beruf ist. Als ich jung war, war Influenza noch eine Krankheit. Das ist die Welt. Das ist die neue Welt. Jetzt kann man verzweifeln oder versuchen, in dieser Welt zu leben und zu überleben. Ich habe das NOPA-Prinzip entwickelt, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, wie man in dieser neuen, komplexen Welt zurechtkommt. NOPA, Sie sehen es hier angeschrieben, sind 4 Buchstaben, durch die ich Sie jetzt durchführen möchte. N steht für Netzwerken. In dieser komplexen Welt sind Netzwerke extrem wichtig. Viele Menschen denken jetzt, Netzwerken bedeutet, ich sitze zu Hause und füge Menschen auf meine Social-Media-Profile hinzu. Das ist nicht Netzwerken. Netzwerken heißt nach draußen gehen, wirkliche Menschen treffen. Ja, wenn Sie nur nach zu Hause sitzen, ist es auch schlecht für Ihre Partnerwahl. Ja, dann kommen als Partner, als Heiratspartner ja nur in Frage der Briefträger, Pizzalieferdienst oder Zeugen Jehovas. Deshalb gehen Sie raus, treffen Sie echte Menschen. Sie haben das schon richtig gemacht, deshalb sind Sie ja hier nach draußen gegangen. Also Netzwerken. O steht für Offenheit. Versuchen Sie offen, auf andere Menschen zuzugehen. Ja, schon die Körpersprache sollte offen sein. Ich habe dafür das DDR-Prinzip entwickelt. Morgen ist ja 30 Jahre Mauerfall und es war nicht alles schlecht in der DDR. Eine Sache war gut, nämlich die Buchstabenfolge DDR. Die steht für Deuten, Drehen, Reden. Das bedeutet, wenn ich zu Ihnen jetzt als Speaker hier rede, sollte ich Sie dabei auch anschauen und mich nicht wegdrehen. Ja? Wenn ich hinten was zeige, ja, rede ich dabei nicht. Also deuten, drehen, reden. Ja? Das ist die DDR und sorgt für offene Körpersprache. P steht für Partizipation. In der komplexen Welt sollten Sie die Schwarmintelligenz Ihres Netzwerks nutzen, um Entscheidungen zu treffen. Und A schließlich steht für Agilität. Und ich möchte heute über sprachliche Agilität sprechen. Dazu erzähle ich Ihnen eine kleine Geschichte. Ich arbeite in 5 verschiedenen Sprachen und bin da sehr stolz drauf und denke eigentlich, sprachlich bin ich mit allen Wassern gewaschen. Bis ich kürzlich den Auftrag hatte, für eine schwäbische Stadtverwaltung zu arbeiten.
2-tägiges Führungskräftetraining. Und am Ende von Tag 1 will ich gerade so aus dem Seminarraum raus, da kommt so eine Kursteilnehmerin von hinten und sagt, Herr Dr. Emrich. Und ich so, ja, ich hätte da noch ein Anliegen. So wie Sie gesprochen haben heute im Rathaus, das ist ja Oding. Und ich so, was meinen Sie? Und sie so, ja, Sie haben hier nachgeschrieben, Agenda, das ist bei uns keine Agenda, das ist eine Tagesordnung. Und ich so, okay. Und da haben Sie gesagt, ein Meeting mit einem Mitarbeiter. Hier, öffentliche Verwaltung, Rathaus, das ist ein Gespräch mit einem Mitarbeiter. Und ich so, okay, Gespräch mit einem Mitarbeiter, verstanden. Ja, und da haben Sie gesagt, Feedback ist wichtig. Das ist bei uns eine Rückmeldung. Ja, und ich wollte gerade schon sagen, okay, danke fürs Feedback. Habe ich gesagt, nein, halt, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Ja, und Tag 2 war dann auf Deutsch. Ich habe die Anglizismen weggelassen und Tag 2 kam tatsächlich besser an als Tag 1. Also Sprache ist auch in Deutschland sehr wichtig und hier gilt es, agil zu sein. Fazit, um in dieser komplexen Welt erfolgreich zu führen und erfolgreich leben zu können, hilft das NOPA-Prinzip. N, Netzwerk, schaffen Sie sich ein gutes Netzwerk. O, Offenheit ist wichtig, auch bezüglich der Körpersprache. P, Partizipation, versuchen Sie, andere mit einzubeziehen, nutzen Sie die Intelligenz Ihres Netzwerks. Und A, Agilität, auch sprachliche Agilität ist wichtig. Versuchen Sie zu schauen, wie die Menschen um Sie herum sprechen und passen Sie sich dem an. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Anwendung des NOPA-Prinzips. Mein Name ist Martin Emrich. Ich wünsche uns allen hier einen fantastischen Tag und danke Ihnen ganz herzlich. Dankeschön.